Ja, hi. Willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir uns etliche Belohnungen von unseren Charakteren abgeholt, nachdem wir die Freundschaft voll maximiert haben. Und da kommt jemand. Boah, ja, wir haben jetzt mehr oder weniger fast alles erledigt. Bis auf, ja, die ganzen Ex-Monster, die wahrscheinlich machen werde, nachdem ich hier im Kolosseum ein bisschen aufgeräumt habe, wo wir jetzt hingehen und das Ex-Dungeon. Boah, geil. Und ja, gehen wir mal dahin und gucken uns mal die Szenen an, die ganze Zeit schon da kommt und die ich mir noch nicht angeguckt habe. Was ist denn hier los? Das Kolosseum hat den Elite-Modus eingeführt und Kämpfer aus aller Welt strömen herbei. Du da. Ja, du magerer Knecht, willst du auch dein Glück versuchen? Im Elite-Modus bekämpfst du eine Welle an furchterregenden Elite-Monstern nach der anderen. Ja? Seh dich das mal an. Sieht aus, als hättest du einen mächtigen Partner dabei. Haha, gut gemacht, Kleiner. Bitte vergib ihm, ich kann ihn nirgendwohin mitnehmen. Wie auch immer, wir wissen, dass du kein Neuling bist. Ja, Entschuldigung, ich war wohl etwas unhöflich. Aber das ist doch eine gute Gelegenheit zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Sorgen wir dafür, dass man sich an diesen Kampf noch lange erinnern wird. Es geht auch für dich, Fellknoll. Okay. Es sind aber nicht die Elite-Monster X, oder? Also die, die mich richtig fertig machen. Wie sieht's denn eigentlich in der Ereignisliste aus? Okay. Kursion steht da nichts. Na, lass mal hier gucken. Ach ja, ich habe ja kein Geld. Okay, ist zum Glück nichts Aktuelleres wieder. Weil die Sachen entfernen uns, glaube ich, viel stärker. Spezial, ne? Da kann ich ja mal nachgucken. Da jetzt was Neues ist. Da sind übrigens auch ein paar richtig gute Sachen dabei. Allerdings brauchen die richtig wertvolle Sachen. Ich alle nicht habe, ich konnte noch nichts hergestellt. Rüstungsmäßig. Verdammt. Na gut, dann gehen wir mal gucken, was der Elite-Modus hier für uns bringt. Kolosseum kämpfen, ja. Hexenmodus, Gruppenmodus. Gruppenmodus? Ich habe keine Ahnung. Fortgeschritten. Anfänger noch. Was? Fortgeschritten. Den hatte ich da auch schon, oder? Ja, meine Elite. Ihr habt nicht genug Geld. Verdammt, stimmt. Ich sag. Ich brauche Geld. Verdammt, ich habe gerade meine Schulden abbezahlt und dann brauche ich schon wieder Geld. Ich brauche 30.000. Habe ich irgendwie Lolit-Erz oder so mal gefunden? Wupp und wupp und wupp. Ich kann nicht mehr einfach so alles hier verkaufen, weil einige Sachen brauche ich wahrscheinlich hier für Item-Wiederherstellung, Herstellung. Hier für super geile Rüstung und was weiß ich. Deswegen kann ich nicht alles hier verkaufen. Wer weiß, wann ich die mal brauche irgendwann. So, da ist nicht genug. Immer wertvolleres hier. Feinstes Fell brauche ich wahrscheinlich. Aber hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen und das reicht immer noch nicht. Was zum was zum Fluorizid, ja genau das hier. Mal hätte ich von Anfang an verkaufen sollen. So. Jetzt will ich nichts mehr in Sachen Geld hier hören bekommen. Oh, hier zu speichern war vielleicht ein bisschen blöd, egal. Weiß nicht, dann tue ich die Szene nochmal irgendwie gucken. Aber warum ist denn der Wechselkampf immer noch? Warte mal, Information. Wie kann man hier mal was machen? Muss da mit jedem Charakter irgendwie mal durch oder was? Wäre wahrscheinlich ausgehen als man. Erstmal haben wir uns hier voll ein, lassen wir uns hier vollkommen kaputt hauen. Wir nehmen mal mit.
Nehmen wir mal Jude mit. Nehmen wir mal. Weiß ich nicht. Gaius und nehmen wir Elise mit. Na gut, dann mal los. Keine Sorge, ich sammle eure Knochen nachher ein. Ich bin Level 90, also hoffentlich reicht das. Ach ja, ich habe ein bisschen so an den Klamotten hier rumgebastelt. Jetzt kommen die Elite Monsters Ex und machen mich fertig, ne? Okay, das sieht noch nicht schwer aus. Hey, na? Wow, was zum... Ja, gegen euch konnte ich Tag und Nacht kämpfen. Ey, ihr seid nicht stark. Gegen die Ex-Monster, ihr sind dann eine ganz andere Klasse. Aber jetzt sehe ich noch gar keinen Unterschied, aber wahrscheinlich kommt das noch. Ha! Ach, haben wir die einfach so kaputt. Bekommen ja kaum Schaden, ey. Ja, okay, mach den kalt. Ey, was? Ja, der kriegt kaum Schaden, ey. Soll wahrscheinlich die Menge hier entscheidend sein, aber... Wie kannst du es? Okay. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu laufen, also komm mal. Die ganzen Angriffe kommen mir bekannt vor von den Elite Monstern. So zum Beispiel. Den konnte ich. Boah, den hab ich so gehasst, ey. Der fällt gar nach Mine. So, was kommt Thema? Jetzt soll nicht der letzte schon sein. Oder der andere da. 41. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wahrscheinlich werde ich das Kolosseum ein paar Mal öfter machen, wie den ganzen FP-Bonus. Ja, ne? Also, er hat jetzt ein bisschen geändert. Okay, anscheinend nicht. Splitterdimension, Kampfthema. Sehr gut. Oh, na, oh, du bist auch gegen Feuer anfällig. Sei das doch leicht. Das ist günstig, bald zu den Elite Monster X zurückkehren. Weil hier ist nicht viel zu erledigen. Aber ich bekomme ich auch noch irgendwas, wenn ich die alle erledige. Oder schalt irgendwie so ein richtig über mega super Boss frei. Wahrscheinlich werden diese ganzen versiegelten Symphonia und was weiß ich, boah Gott, auch irgendwie, naja, weiß nicht, erst aktiviert, wenn, na, du bist doch der, wahrscheinlich werden die alle aktiviert, wenn ich das Bonus Dungeon irgendwie erledigt habe, super. So, aufteilen bitte. Was? Hey. Ich bin beinahe wieder geheilt, ey. Ich glaube, es ist ja wirklich gedacht, dass ich mich verwandle, ne? Hi, na? Ich wollte schon sagen, was mit der Fähigkeit, die habe ich noch nie gesehen. Transformation habe ich natürlich jetzt auch viel öfter eingesetzt. So, komm mal einer her. Verdammt! Das will irgendwie nie klappen. Ah.
Bis jetzt renne ich hier durch, als wäre nichts. Bist du denn? Oder du? Seid doch voll ihr Wegwerfprodukte. Ich muss so ungefähr 15 Mal Kursier machen, um die ganzen Fee-Bonus zu bekommen. So, komm mal her. No mercy. Now. Ja, die ändern sich nicht. Anscheinend nicht. Verdammt, ich dachte, die würden auch so eine kleine Änderung haben wie das von Elise. Weil es pink wird auf einmal. Okay. Keep it up. So strong. What? Was zum Teufel? Warum halten die so viel aus? Na, oh, jetzt werden die stärker. Leck mich. Könnt ihr mir auch nicht antun jetzt so lange. Chaos. Oh, was bist du denn? Zebra Vivan, ja genau. Ich kenne dich doch von Dingens her. Nee, von Leron. Lange er nicht auf Level 100 so ungefähr hochschaltet. Wirklich hier keine Probleme haben. Glückstänzer, genau. Der war überraschend einfach als Ex-Monster. Mal. Ach ja, ich kann ja nicht mehr gestunt werden, stimmt. Da mach mal einfach irgendwas. Das war einfach wie blöd. Irgendwas ein. Hydro-Klinge. So. Pink! Guck ich mal an, wie stark das ist. Oh, wo bist du denn? Hey, bist du nicht das Viech aus dem ersten Teil? Wenn man durch diese magischen Perlen hier, also eins von den beiden, ist man durch diese magischen Perlen hier bekämpfen konnte. Und zwar den hier. Mach mal den hier. Man konnte ja so Perlen sammeln, irgendwie so 25 oder so im ersten Teil. Wenn man alle hatte, konnte man irgendwie diesen Kampf freischalten, oder? Ich glaube, so hat man auch die stärksten Waffen irgendwie verstärkt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Boah, ich will Dungeon, weiß ich nicht. Mixer. Oh, geil. Kenn ich gar nicht. Boah, was ist denn hier passiert? Was? Er wird, der macht uns auf einmal fertig. Was ist das? So. Was immer noch nicht. Mein Gott, 91 ist gut. Aber ich bekomme ich auch eine Belohnung, weil ich gekommen bin. Feuer, warte mal, komm mal her. Warte mal, so. Nimm mal einen Hammer. Mach mal lieber so. Verdammt, ich habe keine TP. Ja, jetzt aber. Zack.
Da ist immer noch einer. Cthulhu Dämon, ja super. Verdammt. Nicht gut. Warte mal. Verdammt, ich habe meine verpasst, ey. Ey, das Viech konnte ich auch noch nicht besiegen als Ex-Viech. Allein wegen diesem verdammten Kreiselangriff. Diese dauerhafte Vergiftung. Ja, diesen Angriff, ey, den hasse ich so. Das macht mich mal fertig damit. Dieses eine Ex-Monster, wo zwei zu bekämpfen sind, ey. Oh Mann, wie viele kommen denn da noch? Zack! Wenigstens kann ich hier ganz viele FP bekommen, wenn ich das öfter mache. Komm mal her. Was? Ist ein stärkeres? Ja. Ach du, dich kenne ich doch. Der mit dem Schneesturm. Oh Mann. Ja. Hör auf damit, Mann. Zack, komm her. Mein Gott, was eine Musik auf einmal. Oh, hier. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Welches Level seid ihr? 116, leckt mich. Was ist denn auf einmal los? Hilfe. Nein, Hilfe. Nein, ich habe jetzt mein Ding verpasst, ihr Idioten. Warte mal, wo ist das? Ja, hier. Dich. Und Eisanker. Sieht trotzdem immer noch nichts gegen die Ex-Monster. Ich möchte es nur mal erwähnen. Hat jetzt noch ein verdammter Kindergeburtstag dagegen. So, zack. Und. Komm mal, ja. Pink Power. Und zack. Wie aggressiv er hat, zack, ey. Oh, da ist schon das nächste Viech, was aufs Maul haben möchte. Die wir irgendwie hier nicht kaputt gehen, ne? So, erstmal du, ja. Wahrscheinlich kommt, wenn ich den erledige, direkt das nächste, ne? Egal, Feuerangriff habe ich irgendwie mehr. Komm mal her. Hey, hey, hey. Elise, da gehen die TP aus. Mich nur mal weh. Auf abzuwehren, Mann. Wo ist auch langweilig, ne? Wenn ich hier schon beim ersten Versuch alles wegrocke, ne? Oh, gut gemacht, Gaius. Gibt's doch nicht. Ja, gut, richtiges Element. Und nochmal Feuer, wenn es geht. Verdammt, Erde. Hat aber auch effektiv. Was? Warte mal. Danke. Sehr gute Lies. Hör auf zu verrecken, Mann. Sehr gut. Was ist das für ein Plan? Oh, nee.
mal ein bisschen taunten, damit Elise wieder TP dazu bekommt. Verdammt. Ja, fall um. So, jetzt aber Feuer. Verdammt, falsche Richtung. Hey. Verdammt. Verdammt. Ich wollte jetzt nicht das Dings einsetzen. Ich dachte, das wird nur halten. Boah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Und Elise steht, als wäre da Dings gewesen. War auch was? Ich weiß es nicht. Ach, Asche, blaue Salbe, ein Navi-Metall. Bohnenkraut und all sowas. I'm getting stronger. I must become stronger. I've gotta get stronger. I know. Wow, das war ein Abenteuer. Hurra, ihr habt den Gruppenmodus auf den Elite-Rang gewonnen. Ha, ich könnte heulen vor Glück. Könntest du nicht. 100.000 Gold erhalten. War nur Geld. Was alles? Ich kriege nur Geld von, ey. Okay, hier krieg ich vieles. Drachenasche, alte Keule, das sind so Sachen, die ich glaube ich für, weiß ich nicht, Herstellungsgegenstände brauche, ne? Sehr bestimmt wichtig. Jetzt weiß ich mich aber immer noch, wofür ich hier Dings brauche. Wie ich Dinge jetzt hier freischalten kann. Ja, kann ich nur den Anfängermodus machen. Wahrscheinlich muss ich ja mit jedem Charakter, man konnte ja irgendwie immer zwei Charaktere auswählen, ne? Vielleicht muss ich mit jedem Charakter mal irgendwie schaffen oder so. Oder gehen wir mal nach Twiglef. Wups. Weil letztes Mal, als ich da hingegangen bin, ja. Nee, das ist für Nova, ja. Für Geld zurückzahlen. So, jetzt laufen wir mal wieder hier durch die Gegend. Vielleicht kommt jetzt wieder eine Meldung. Nee, verdammt. Ja, dann weiß ich, da werde ich wahrscheinlich im Kolosseum ein bisschen auf Putz hauen. Und nein. Weiß ich nicht. Ich will mir die ganzen FP-Bonus abstauben. Wahrscheinlich werde ich dann hier noch ein paar Dinge hier erledigen. Aber wenn das sehr schwierig wird. Die Mission kann ich auch mal irgendwann machen hier. Oder die hier. Aber ich weiß nicht, wie ich einen neuen Horn herbekommen soll. Hier kriege ich einen Goldwürfel her, her damit. Und ja. Weiß ich nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2, wo ich auch was auch immer machen werde. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.